Ja, hallo und herzlich willkommen zu Das gelbe Interview. Mein Name ist Andreas Leopold Schad, ich bin Schauspieler und Moderator und ich bin jetzt zusammen mit der HUK Coburg auf dem Weg durch das ganze Bundesgebiet und wir treffen Menschen, mit denen sprechen wir zum Thema Fairness. Also wie fair oder unfair geht es in Deutschland zu und in welchen Bereichen ist es vor allem besonders wichtig, fair zu sein. Ja, um diese und andere Fragen zu diskutieren, habe ich immer interessante Gäste und auch dieses Mal, er ist Koch, er ist Buchautor und er ist Ernährungsberater und Gastronom und mit dem bin ich heute verabredet. Hier am Viktualienmarkt in München und es ist Holger Stromberg. Sie kennen ihn vielleicht als Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich freue mich und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Schon mal viel Vergnügen. Bis gleich. Servus Holger. Andi! Wetter hält? Ich habe einen Regenmantel dabei. Also mir ist Wetter egal. Ja, ich auch. Wir sprechen heute eben viel zum Thema Fairness. Und da haben wir heute noch was vor. Aber ich als Franke schaue immer wegen auf die Uhr. 12 Uhr ist so meine Mittagszeit. Kriegen wir das hin? Auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir mal los, oder? Liegt nur an dir. Ja, ja. Ach, es liegt nur an mir jetzt? Ja, okay, ja, auf jeden Fall. Okay, weil, was bedeutet eigentlich für dich persönlich Fairness, so allgemein? Es ist einfach fair, niemanden irgendwie zu benachteiligen. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema eben in der Ernährung. Mhm. Und nicht nur in der Ernährung, weil wir auf der einen Seite uns fehlt das Ernährungswissen und auf der anderen Seite ist es eben der Warenkorb, also die Zutaten. Mhm. Deswegen, es ist ein sehr komplexes Thema der Ernährung. Aber mit einem reinen Menschenverstand schafft man es auch. Und deswegen wäre es mehr als fair, wenn sich jeder jeden Tag 2 Minuten mit Ernährung auseinandersetzt. Wenn wir jetzt Lebensmittel einkaufen, faire Lebensmittel, gleichzeitig gesunde Lebensmittel. Funktioniert das oder beißt sich das irgendwie? Na, das bedingt sich. Deswegen gehen wir jetzt auch an einen Stand, den ich mal gefragt habe nach Brot, weil ich habe so ein paar wenige Lieblingsbrote und es sind immer meist Sauerteig geführte Brote und mich interessiert aber heute das Mehl. Mhm. Und wenn die jetzt ein Brot zum Beispiel machen oder das Getreide anbauen, dann wird alle 3 Jahre dieses Feld einmal brach gelassen. Das heißt, da wird gar nichts angebaut, um sozusagen dem Feld, den Mikroorganismen, den Insekten die Chance zu geben, wieder ihre Arbeit zu verrichten, sich aufzuladen. Ja. Und das finde ich fair. Mhm. Aber klar ist das teurer. Nur dieses Brot macht mich viel länger satt. Es erfüllt mich mehr mit Energie. Und deswegen sage ich einfach, es ist Win-Win. Fairness hat auch immer was mit Sinnhaftigkeit zu tun. Aber jetzt brauchen wir kein Brot, nee. Jetzt brauchen wir Gemüse. Genau, Gemüse. Ja, Gemüse. Und zwar Blumenkohl und Kurkuma. Und Frühlingszwiebeln und Kurkuma. Schau. So, also jetzt haben wir hier 9,48 Euro für 2 kleine Blumenkohl, ein bisschen Kurkuma und Lauch. Ist das jetzt, das ist fair bezahlt? Ich würde immer das Wort preiswert ansetzen. Ist es preiswert? Ist es ein Preiswert? Und dann ist es auch nur fair, dass ich auch an die Menschen denke, die hinter diesem Produkt stehen. Und natürlich auch an all die Ressourcen, die dahinter stehen, die gegebenenfalls verbraucht werden und die vielleicht unwiederbringlich da sind. Und das ist eben dieser Blick dahinter. Also fair ist erstmal, dass du diesen Beutel jetzt trägst. Ach so, ja. Weil du siehst viel jünger aus als ich. und da siehst du mal, wie schwer 8 Euro sein können. Ja. Ja? Also du hast dich ja damit beschäftigt, man kann also das ganze Gemüse oder das ganze Obst komplett verwerten. Also auch jetzt zum Beispiel, wenn man Karotte hat, Karottengrün, Karotte, Schale. Wie machst du das? Also was machst du damit? Also ich arbeite immer nach dem Prinzip from leaf to root, also quasi vom Blatt zur Wurzel. Die Frage ist immer, sind die Menschen bereit dazu? Also ich bin bereit dazu, weil ich kaufe lieber teures Gemüse, was die Nährstoffe hat und verwerte es ganz. Mhm. Ja, anstatt ich irgendwie so was kaufe, mir
die Mitte rausschneide und den Rest wegschmeiße. Je mehr wir über Essen reden, umso hungriger werde ich. Das ist halt so in der Natur des Franken. Jetzt, wir fahren jetzt zu dir nach Vaterstetten oder was? Ich würde fahren, oder? Du hast ja, super. Du hast ja noch mein Auto noch gar nicht gesehen. Ja, dann komm, gib mir den Beutel wieder, wenn du schon fährst, dann kann ich auch wieder tragen. Genau, dann, ja. Und nicht, dass du mir noch einen Schäufel einkaufst hier. Dann geht's mal los. Ach, so schön wurde ich auch schon lange nicht mehr abgeholt. Ja, von 2007 bis 2017 Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich habe mal für einen Werbefilm gearbeitet und da hat der Oliver Kahn unter anderem mitgemacht und der hat damals gesagt, ja, also er mag jetzt in der Mittagspause nicht die Kantinen essen an der Säbener Straße, sondern er hätte jetzt gern zwei Fleischkäsebrötle. So, Oliver Kahn, der konnte wahrscheinlich sagen und machen, was er wollte, sagen und essen, was er wollte. Die Frage an dich, du hast sie 10 Jahre lang bekocht. Hat sich da was verändert eigentlich in dieser Zeit? Also, dass man sagt, okay, ein Spieler, der jetzt in der Nationalmannschaft ist, ist der auch noch sein Leberkässemmel? Und darf er das? Und was dürfen wir? Natürlich kann auch heute ein aktiver Nationalspieler mal eine Leberkässemmel essen. Das ist ja gar keine Frage. Kalorientechnisch haben die kein Problem. Es gibt ernährungswissenschaftlich und aus der Erfahrungswissenschaft, also empirisch, ganz klar eine Richtung oder beziehungsweise eine Vorgabe. Und die heißt 85% pflanzlich und davon 85% Gemüse, maximal 15% tierisch. Wenn du es in deinem Speiseplan, also in einem langfristigen Speiseplan, in deinem Ernährungsplan, aber wieder kompensierst, also ausgleichst, innerhalb der Woche, innerhalb des Monats, alles fein, dann kann der Körper damit umgehen. Das gilt aber sozusagen sowohl für die Spitzensportler als auch für uns. Also, ganz genau so. Dass man sagt, gibt keinen Unterschied. Ja. Gibt keinen Unterschied. Schau, die mächtigste Energiequelle des Menschen ist die Ernährung. Und auch vermutlich realistisch der größte Hebel, sich aktiv am Klimaschutz zu beteiligen. Das heißt also, auf der einen Seite ist es unsere Energiequelle. Ja, da geht er gleich ab hier. Ja, da geht sofort der Andi, Energie, zack. Ja, Gang runter, Schall, ja. Rums. Und auf der anderen Seite ist es eben auch der Part des Klimaschutzes, ja, den du damit begreifst. Und deswegen versuche ich durch meine Bücher und durch mein Schaffen den Menschen Orientierung zu geben. Schau mal, das ist eine Schablone, so sollte dein Warenkorb aussehen. So darf dann, wie gesagt, dein Leberkässemmel auch mal aussehen. Dafür musst du am nächsten Tag die Blumenpuffer machen, die wir jetzt gleich kochen. Ja. Ja? So. Und das Leben ist Balance, Menschenverstand, Diskurs, hinterfragen, warum ist etwas so. Ne? Früher gab es die Sendung mit der Maus. Ne? Ja, das ist gut erklärt. Heute gibt es Andi und Holger. Andi und Holger. Ja, ja. Herzlich willkommen. Ja. Also du bist wirklich toll gefahren. Ja, danke schön. Gut, dass du gefahren bist und ich nicht musste. Ist ja doch, sah ja doch ganz anstrengend aus. So, dann packen wir mal aus hier. Blumenkohl vom Markt, Zitrone. Ein paar Grundzutaten hat man ja auch daheim. Ja. Ein Kurkuma, ganz wichtig. Ja. Antientzündliches Lebensmittel. Hat ganz, ganz viele auch wissenschaftlich bestätigte Healthy Benefits, wie ich es immer so schön sage. Ja, und dann können wir loslegen. Mhm. So, die spüle ich jetzt ab. Ich habe 2 genommen, weil die Bioware oft etwas kleiner ist, auch unregelmäßig. Das liebe ich ja, denn auch wir sehen ja nicht gleich aus. Nee. Wir sind unregelmäßig. Ja. Und das ist auch gut und fair so. Wir müssen halt einfach verstehen, dass Gemüse der Hauptanteil sein sollte der Ernährung. Mhm. Und eben alles andere eher weniger. Und wie kriege ich viel Gemüse in meinen Ernährungsplan, in meinen täglichen Ablauf? Indem ich es mir einfach gestalte. Schau, ich mache das ganz normal wie ein Laie, wie jeder Mensch das kann, der 2 Hände hat. Ich habe jetzt hier Weinsteinpulver schon reingegeben. Ich gebe 2 Eier dazu.
der Grund, warum ich zur Mannschaft gegangen bin, dass ich damit ganz viele, viele Menschen erreichen kann. Mhm. So, und das, was bei den Spielern funktioniert hat, innerhalb von 10, 15 Jahren, kriegen wir in der Gesellschaft auch hin. Ich glaube, wir könnten es sogar noch schneller hinbekommen. Oder wo ich überzeugt bin, dass es gelingsicher ist, wenn wir Menschen uns damit auseinandersetzen, wenn wir wissen, wenn wir das Warum erklären. Mhm. Warum soll ich Bio? Ne? Warum und das nicht nur in Überschriften oder in Preisen steht. Warum sollte ich mich jetzt mit mehr Gemüse und das dann aber auch wahrnehmen darf, also das wirklich schmecken kann. Mir stellt sich immer die Frage, wissen die Leute, dass das Ressourcen sind, also dass das endlich ist? Ne? Das, also, wenn wir etwas wachsen lassen, braucht das Ressourcen. Ne? Das, wo nichts reinkommt, kann nichts rauskommen. Mhm. Wenn wir das einfach nur verbrennen, ja, ist das weg. Ich habe nur mal das Gefühl, alle gehen jeden Tag und wollen neu, also die typische Konsumverhalten, immer mehr, immer neu. Aber eigentlich ist alles da. Wörter konsumieren, Trends konsumieren. Und keine Art mehr Orientierung. Mhm. Warenkorb zu Hause, durchchecken, was brauche ich, je weniger, desto besser und wie viele tolle Gerichte kann ich daraus kreieren. Ja. So? Man sieht, du bist öfter am Buffet als in der Küche. Okay. Okay. Reicht das und so? Den anderen Teller für mich auch, ja. Ja? Reicht okay. Erstmal. Muss ich ja nochmal nachnehmen. So, also jetzt. Probieren wir mal, oder was? Ja. Wie sagt man so schön in Deutschland? Mahlzeit, oder? Ja, oder probieren geht über studieren. Probieren geht über studieren, das ist auch eine schöne Floskel. Warte mal. Mhm. Mhm. Sagt immer einer, der gewohnt ist auf knuspriges nee. Schäufele. Ach so, ja. Nee, aber ich sag mal, das fränkische Lob von oder... Ja, das stimmt. Weißt du? Also ja, wie der Schwabe. Das ist das Größte eigentlich, was man sich so vorstellen kann. Lieber Holger, danke für diesen Einblick in dieses komplexe Thema. Das ist ja ein Riesengebiet, Gesundheit, Ernährung. Und ich hoffe, dass wir ein bisschen was zusammengetragen haben, dass die Menschen vielleicht einen Schritt wohin gehen, ja, in Richtung... Veränderung zulassen, das ist das, was ich jetzt mitgenommen habe. Und apropos mitnehmen, das ist ein gutes Stichwort. Ich nehme ja eigentlich immer von jedem Gast was mit, sozusagen, und für unser Gewinnspiel. Zukunft kochen soll den Besitzer wechseln und auch weiterhin umbegeistern, so wie ich hoffentlich dich umbegeistern konnte. Also komm gut nach Hause, bring das Buch heil an seinen neuen Empfänger. Mhm. Ich wünsche demjenigen viel, viel Glück und dir jetzt viel Glück, dass du gut nach Hause kommst mit diesem unglaublichen Fahrzeug. Ja, danke schön. Holger Stromberg in seinem Element zum Thema Gesundheit, Ernährung, Nachhaltigkeit. Ich muss sagen, ich bin hellauf begeistert und zwar nicht nur vom Essen, sondern eben auch von seinem fundierten Wissen. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam hier ein bisschen was mitgekriegt haben, ein bisschen was anders machen und das wäre wirklich sehr schön. Und ansonsten, ja, ihr habt noch die Möglichkeit, sein Buch zu gewinnen, Zukunft kochen. Da wünsche ich toi 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 und ansonsten bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal, euer Andi. Ciao.